Moin, moin und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Real Solar System. Ja, nachdem wir jetzt in den ersten beiden Folgen ja relativ viel mit unbemannten Sounding Rockets rumgespielt haben, seht ihr, ich habe jetzt den Supersonic Flight fertig erforscht und kaufe mir gerade die Bauteile. Ganz konkret sind das eben die Cockpits und Triebwerke für ein kleines Raketenflugzeug und überschalltaugliche Flügel, um eine X1 zu bauen. Denn wer den Livestream damals gesehen hat mit Real Solar System, da habe ich den bemannten Überschallflug ja eher mit so einer Art Rakete gemacht, weil ich einfach fürchterlich schlecht mit Flugzeugen bin. Aber diesmal habe ich gedacht, ich halte mich ein bisschen mehr an die Vorgaben unserer Geschichte der Luft- und Raumfahrt. Und in der war es eben so, dass in den 1940er Jahren, ganz konkret 1946, 1947, mit der Bell X1 ein kleines Experiment Raketenflugzeug das erste Mal die Schallmauer durchbrochen worden ist. Und ganz konkret war es so, dass die Bell X1 damals abgeworfen worden ist von größeren Bomberflugzeugen, also zum Beispiel von der B-29 oder von der B-50, und dann aus dem Gleitflug heraus eben ihr Raketentriebwerk gezündet hat, um Geschwindigkeit aufzubauen, sodass das Flugzeug Höhe schon hatte. Ich habe jetzt alle Hangare durchgeguckt. Ich habe leider weder eine B-29 noch eine B-50 gefunden. Also müssen wir unser Flugzeug leider von unten starten und erstmal noch die Höhe gewinnen. Das macht es natürlich noch ein bisschen ansprechender, aber ich als alter Flugzeugprofi habe da ja sicherlich keine Probleme mit. Wie ging es weiter mit der X1? Einfach während hier das Flugzeug vorbereitet wird. Es war so, dass dann im Oktober 1947 Captain Charles Chuck Yeager, die meisten kennen ihn als Chuck Yeager, einfach nur das erste Mal mit der X1 einen Überschallflug geschafft hat. Dabei hat er die Schallmauer durchbrochen und sehr, sehr knapp über Mach 1, also Mach 1,01 und ein bisschen erreicht. Und das war dann quasi der Milestone oder das große Achievement in der Luftfahrtgeschichte, dass das erste Mal jemand bemannt die Schallmauer durchbrochen hat. Trotzdem hat die Bell X1 auch noch ein paar andere Sachen geschafft, nämlich es gab später noch weitere Varianten der Bell und der X1, und die X1A zum Beispiel hat 1953 auch Mach 2,435 erreicht, also fast Mach 2,5, und dabei auch eine Höhe von knappen 27 Kilometern. Das war für damals ziemlich große Schritte, die gemacht worden sind. Und es gab auch noch ein paar mehr Varianten. Dabei ist aber auch nicht immer alles gut gegangen. Also die Bell X1 war natürlich das erste Flugzeug, was auch den Überschallflug geschafft hat. Es gab dann später noch die X1 Nummer 2, also ein zweites Modell, die dann aber umgebaut worden ist in ein anderes Modell. Und die X1A war dann eben das Flugzeug, was Mach 2,5 erreicht hat. Leider ist sie bei ihrem zweiten Testflug abgestürzt und zerstört worden. Genauso wie die dritte X1, also von der X1 selber wurden drei Varianten gebaut, die ist auch, als sie enttankt worden ist, im November 1951 explodiert. Die 1B, die später noch gebaut wurde, ist mittlerweile ausgestellt auch im Museum. Und zwar auf der Wright-Patterson Air Force Base kann man sich die X1B angucken. Und es gab noch eine weitere, die X1D, die wurde allerdings abgeworfen von ihrem Mutterflugzeug, als irgendwas am Treibstofftank schiefgegangen ist und ist dann nach diesem Abwurf in der Luft explodiert. Das heißt, ja, wie soll ich sagen, die Geschichte der X1 ist gespickt mit Fehlschlägen, und da sind halt, einfach weil es neue Technologie war, auch nicht alle Sachen glatt gegangen. So, und wo wir beim Thema Fehlschläge sind, gehen wir jetzt mal rüber zu meinem Flugzeug. Und wie ihr seht, ist jetzt das Grobkonzept von meiner X1 soweit fertig. Und ich habe gedacht, mit normalen Triebwerken kriege ich das nicht weit. Also nehmen wir doch mal Tiny Tim Booster und gucken, dass wir es damit erstmal auf Geschwindigkeit bringen. Und da wir eben versuchen wollen, im horizontalen Flug die Schallmauer zu durchbrechen, hieß es dann natürlich auch jetzt nicht irgendwie senkrecht nach oben zu starten, sondern eben einen gewissen Anstellwinkel zu wählen, in dem wir die X1 nach vorne bringen. Und unsere X1 ist natürlich die X1K wie Körben, denn wir sind ja hier immer noch Körbels, die drin sitzen. Und da wir jetzt im bemannten Flug angekommen sind und ich Jebediah ja nicht gliedergleich umbringen will, ist das hier eine Simulation. Das heißt, es ist noch nicht der scharfe Flug. Unten links seht ihr auch Time Left. Wir
Wie ihr seht, ist der Start so mittelmäßig. Also booster-technisch bleibe ich ein bisschen hängen, es klappt aber. Und als ich dann das Triebwerk gezündet habe, habe ich aber gemerkt, dass das Gewicht der Maschine im Verhältnis zu der Tragflächengröße überhaupt nicht funktioniert und ich die Nase nicht hochbekomme mit dieser Geschwindigkeit und damit abstürze. Hieß es also, okay, anderer Versuch, was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein bisschen Treibstoff rausgelassen, um die Maschine leichter zu machen. Das hat dann allerdings dazu geführt, dass ich ganz ungünstig hängen geblieben bin und einfach nur einen hübschen Salto geschlagen habe, hier durch den Rauchring gekennzeichnet und wieder abgestürzt bin. So, da kam dann so langsam die Erkenntnis in mir hoch, dass ich einfach mit Flugzeugen absolut nichts am Hut habe. Aber jetzt hatte ich mir den Auftrag ja eingehandelt, also hieß es das Erledigen. Sprich, wir redesignen das nochmal. Vorne am Cockpit seht ihr übrigens einen integrierten Fallschirm, der mit einem Decoupler gefolgt ist, damit ich das Flugzeug nachher nicht landen muss. Das hat einfach damit zu tun, um den Auftrag zu erledigen, muss ich eine saubere Landung schaffen. Und um das nicht zu riskieren, indem ich die gesamte Maschine mitsamt Jebediah irgendwo unangespitzt in den Boden oder ins Meer ramme, habe ich gedacht, ich sprengen das Cockpit nachher für die Landung ab. So, da jetzt einfach klar war, dass gewichtstechnisch Probleme da sind, habe ich die zweite Variante der X1 deutlich kleiner konzipiert. Das heißt, ich habe das mittlere Teil weggelassen und habe nur das konisch zulaufende Tankteil dazu genommen, dann das Triebwerk hinten dran, einfach um Gewicht zu sparen und bin so mit der Thrust-Weight-Ratio von 0,4, hatte die erste Variante eben auf 0,7 hoch und war dann schon um einiges zuversichtlicher, was die Geschwindigkeit angeht, die ich mit dem Flugzeug erreichen kann. Und da es insgesamt leichter ist, war meine Erwartungshaltung dann eigentlich auch, dass das Flugzeug so doch deutlich besser funktionieren sollte. Vielleicht mal zu den technischen Daten der X1 selber. Die X1 war 9,4 Meter lang, hatte eine Höhe von 3,30 Meter und eine Spannweite von 8,53 Meter. Die Flügel waren, wie gesagt, nicht dreieckig wie bei mir, sondern waren eher so viereckig nach außen gezogen und sie hatte eben hinten ein Seiten- und ein Höhenleitwerk, über das gesteuert worden ist. Das heißt, die Flügel waren statisch. Ich bin momentan noch der Meinung, dass ich es besser wüsste und habe es deshalb anders gebaut und mich dann mal auf den nächsten Testflug gemacht. Ich stellte sich jetzt raus, während ich den Booster zünde, dass das Flugzeug sich dadurch, dass es so leicht ist, einfach nach hinten überschlägt und damit natürlich komplett außer Kontrolle gerät. Ganz davon ab, dass die Tiny Tim Booster in alle Richtungen fliegen. Und ich auch aus dem Sturzflug nicht mehr die Nase hochgezogen bekomme. Das heißt, Geschwindigkeit wird gut aufgebaut, leider aber in die falsche Richtung. Gut, Lehre daraus? Der Anstellwinkel ist falsch. Also, ich habe mir dann erstmal angeguckt, warum überschlägt sich das Ding denn eigentlich? Und habe gedacht, okay, mit einem etwas flacheren Anstellwinkel und nochmal alles gerade ziehen, könnte ich das eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Weil ich immer noch denke, dass das Gewicht der Maschine so auf jeden Fall deutlich besser ist als in der alten Variante. Und jetzt kommen wieder die Booster hinten ran und dann natürlich wieder unsere Startrampe, aber diesmal ein bisschen weiter hinten, damit die einfach nicht im Weg ist. Ne? Man lernt ja dazu aus den Fehlern, die man gemacht hat. Und jetzt ist die Idee einfach zu sagen, ich ziehe die Tiny Tim Booster komplett auf 100%, damit einfach nicht viel Zeit ist, damit sich die Maschine aufbäumen kann. Und das hat schon mal ein bisschen besser funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt einfach einen sauberen Start hinbekommen. Das Abtrennen sieht immer noch super gefährlich aus, weil die Tiny Tim Booster in alle Richtungen wegfliegen durch das Part-Clipping. Aber die Maschine ist das erste Mal stabil gestartet. Das heißt, auf jeden Fall schon mal kleines Kontrollhäkchen hinter, jo, eine kleinere Maschine kann man doch deutlich besser starten und besser fliegen. So, jetzt hieß es dann erstmal steigen, steigen, steigen und ja, wir sind immer noch in der Simulation, das seht ihr unten in diesem Time Left, also ich habe eine 2-Minuten-Simulation laufen, einfach weil ich hauptsächlich natürlich den Start testen möchte. Und jetzt heißt es, wir müssen eine Minute lang mit 350 Metern pro Sekunde fliegen. Und da merkte ich dann aber schon, dass auf der Höhe diese Geschwindigkeit im Moment noch ziemlich problematisch ist und mir mein Treibstoff extrem schnell ausgeht. Und ich jetzt einfach mit der Maschine zu wenig Treibstoff habe. Also war erstmal mein einfacher Gedanke, hey, wir können ja viel steiler starten und dann kommen wir bestimmt super gut auf Höhe. Stellt euch heraus, dass es nicht funktioniert, weil sobald ich das Schiff steiler anstelle, was passiert dann? Genau, mein Flugzeug überschlägt sich noch viel schöner. Beim Abtrennen der Tiny Tim Booster, es schlägt sie quer durch das Schiff und es bleibt nicht viel übrig aus dem Cockpit. Hatte den netten Nebeneffekt, ich konnte endlich mal das Cockpit testen und die Fallschirme. Und ja, wie man sehen kann,
Es funktioniert. Verrückt. Also, die Rettungskapsel an sich funktioniert und Jebediah kommt mit 2,4 Metern pro Sekunde sauber runter. Aber das Flugzeug ist immer noch nicht das, was es sein soll. Also hieß es nochmal zurück ans Reißbrett. Und jetzt habe ich gedacht, okay, wenn es mit den Standardteilen nicht klappt, nehme ich jetzt mal eigene Teile und probiere es selber damit. So. Und für die Eigenbauvariante habe ich mir jetzt einen prozeduralen Tank genommen und dann auch nochmal geguckt, aber der längliche Tank war es auch noch nicht, und habe mir nochmal einen prozeduralen Tank gebaut, um das Ding eben nach hinten abzuschließen und da dann das Triebwerk rangehangen. Was sich jetzt ändert dadurch ist, das Flugzeug ist nochmal deutlich kürzer, aber die Tanks sind etwas dicker. Das heißt, ich habe mehr Treibstoff am Ende des Tages in den Tanks, weil das Volumen einfach größer ist, habe aber trotzdem nicht so viel Länge in dem Flugzeug, die ja auch wieder mit den Außenstrukturen des Tanks Gewicht bedeutet. Und das war jetzt dann mal der Versuch zu gucken, dass man ein bisschen mehr noch an die X1 rangeht. Die X1 war nämlich doch sehr, sehr klein und ja, jetzt war halt der Versuch, einfach mal die Größe zu machen. Wie man jetzt wieder merkt, ist Luftfahrt nicht so sehr mein Thema wie Raumfahrt, aber das ändert ja nichts daran, dass wir den Auftrag angenommen haben und dass der erledigt werden muss. Und neben dem Auftrag gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die uns zugutekommen. Nämlich, wir haben auch alle Crewed-Rekorde noch offen. Ganz konkret, entschuldigt bitte, heißt das nämlich, wir haben noch sämtliche Höhen- und Geschwindigkeitsrekorde bemannt, nicht erledigt. Das heißt, wir können uns noch, ich glaube, es geht bei 5000 Metern los, dann müsste was auf 10 oder 15 Kilometern kommen, dann noch was auf 20 Kilometern, und wir haben natürlich auch die Schallmauer, also die 350 Meter pro Sekunde, noch nicht durchbrochen. Das können wir auch noch schaffen. Und wenn wir es dann noch schaffen, es für eine Minute zu halten, dann sind wir tatsächlich auf der sicheren Seite, haben den Vertrag erledigt, bekommen dadurch ziemlich viel Geld und haben noch einiges an Zusatzgeld bekommen, eben durch unsere Rekorde, die wir aufstellen. So, nachdem ich jetzt gelernt hatte aus den Problemen, die ich so hatte mit meinen vorherigen Fliegern, habe ich mich diesmal ein bisschen mehr an das Konzept X1 gehalten. Ich habe jetzt nämlich vorne starre Flügel gelassen und habe mir hinten an den hinteren Teil des Schiffes das Leitwerk gebaut, und zwar sowohl das Seiten- als auch das Höhenleitwerk, damit ich einfach von hier aus Kontrolle ausüben kann, denn so war es eben auch bei der echten X1, und ich habe mal gehört, dass die echte X1 tatsächlich geflogen ist. Jetzt galt es noch ein zweites Problem zu lösen, was in dem vorigen Prototypen ja einmal fatal schiefgegangen ist, und zwar diese Tiny Tim Booster. Die sind natürlich super da hinten dran, aber sie fliegen halt in alle Richtungen weg, wenn ich sie abtrenne, und machen das Schiff auch sehr instabil. Also war die Überlegung zu sagen, ich nehme die Tiny Tim Booster, oder warum nehme ich die Tiny Tim Booster denn nicht einfach direkt an das Flugzeug ran? Dabei hat sich herausgestellt, dass Tiny Tim Booster und solche Separator nicht so richtig kompatibel sind, also nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte, und ich da ein bisschen tüfteln musste, bis ich die so weit zusammen hatte, dass die Freunde geworden sind, und auch die Symmetrieverteilung an den Tragflächen nicht gerade hilfreich war. Also hieß es, ab damit an den Flugzeug Main Body, also an die Hülle ran, um zu gucken, dass man hier eine saubere Symmetrie hinbekommt. Und so funktioniert die schon mal nicht, aber so sieht das deutlich besser aus. Weil so können wir vier Tiny Tims sauber am Flugzeug anbringen, die symmetrisch verteilt sind und uns eigentlich beim Start nicht zu sehr aus der Flugrichtung bringen sollten, und uns trotzdem einen guten ersten Schub geben, mit dem wir wegkommen vom Startpad und auch schon die ersten Meter an Höhe und vor allen Dingen einiges an Geschwindigkeit gewinnen können, weil ich habe immer noch nicht eine riesige Tragflächenausbeute. Das heißt, wir werden weiterhin Geschwindigkeit brauchen, um Höhe zu gewinnen. Und dafür sind jetzt eben die Tiny Tims da. Die werden dann nochmal ein bisschen zusammengestutzt, sodass wir zum Schluss so knappe 3, und ein bisschen der Thrust-Weight-Ratio haben. Und dann kommt im Staging das Triebwerk noch mit dazu, weil was ich auch in den alten Flugzeugen nicht bedacht hatte, ist, das Triebwerk braucht ja einen Moment, um hochzufahren. Das ist ja nicht sofort auf voller Leistung. Also macht es Sinn, es gleich mitzuzünden. Dann gab es eine Simulation, und wir gucken uns jetzt aber den Live-Flug an. Das ist jetzt also keine Simulation mehr, sondern Jebediah sitzt in der X1, und es gilt, den ersten echten bemannten Überschallflug zu machen oder zumindest irgendeinen Flug zu machen, bei dem man nicht drauf geht. Und nachdem wir die X1 nochmal kurz bewundert haben und geguckt haben, ob hier noch irgendwo Science zu holen ist, ich habe mich so lange wie möglich gedrückt vorm Losfliegen, hieß es dann irgendwann, okay, keine weitere Chance, wir müssen jetzt starten. Und dann hieß es, feuerfrei
und ab dafür. Die Tiny Tim Booster haben uns den ersten guten Schub gegeben, das hat ganz gut geklappt. Und nach der Absprengung war aber auch klar, dass die Thrust-Weight-Ratio nicht positiv ist, sondern ich erstmal in einen Dive tauchen muss, also quasi die Nase nach unten bringen muss und dann erst beginne, Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das war aber auch aus dem Testflug schon klar. Ich dann versuchen muss, halt rechtzeitig wieder hochzuziehen und bis dahin die Geschwindigkeit brauchen. Das heißt, Jebediah hat erstmal ein ziemlich cooles Stunt-Manöver abgezogen, ist runtergetaucht auf knapp 600 Meter und dann mit der Nase wieder hochgekommen, um dafür zu sorgen, dass er jetzt Höhe gewinnen kann. Und jetzt war das Flugzeug in der Geschwindigkeit, wo ich tatsächlich genug Auftrieb durch die Flügel hatte, um irgendwo hinzukommen, Höhe zu gewinnen und immer noch Geschwindigkeit zu gewinnen und durch die neue Tankkonzeption mit den etwas dickeren Tanks auch wirklich genug Treibstoff dabei hatte, um was draus zu machen. Und als ich gemerkt habe, dass das wirklich stabil fliegt, habe ich jetzt erstmal einen sehr starken oder einen sehr steilen Steigwinkel gewählt, der geschwindigkeitstechnisch zwar relativ neutral ist, aber uns erstmal auf Höhe gebracht hat, damit wir aus der dicken Atmosphäre rauskommen. Und jetzt galt es halt darauf zu achten, dass wir rechtzeitig beginnen, Geschwindigkeit aufzubauen, damit wir die Geschwindigkeit, die wir brauchen, nämlich mehr als 350 Meter pro Sekunde, noch erreichen können mit dem Treibstoff, den wir haben und vor allen Dingen diese Geschwindigkeit noch eine Minute lang halten können, weil sonst scheitert unser Auftrag. Und deshalb bin ich dann jetzt so langsam in einen etwas flacheren Steigwinkel gegangen, als wir die 10 Kilometer durchbrochen hatten, um jetzt einfach Geschwindigkeit aufzubauen. Wir haben jetzt die 350 Meter pro Sekunde das erste Mal durchbrochen. Das Ganze hier läuft natürlich in einem leichten Zeitraffer, damit ihr mehr von der Folge habt, weil ich sie eh nachsynchronisiere. Und wir haben mittlerweile auch den 5 Kilometer und den 10 Kilometer Höhenrekord gebrochen. Und ich habe gedacht, den 20er schaffe ich bestimmt auch noch, wenn ich den flachen Steigwinkel beibehalte. Und das hat tatsächlich auch noch geklappt. Und wir haben jetzt, als wir dann den Burnout des Triebwerks haben, 660 Meter pro Sekunde erreicht. Und man sieht hier die letzten Sekunden runterticken und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben eine Minute lang 350 Meter pro Sekunde plus geflogen, all die lustigen Rekorde noch eingeheimst und jetzt hieß es natürlich, das Ding noch landen. Dafür bin ich erstmal in leichten Segelflug gegangen, um Jebediah ein bisschen weiter nach unten zu bringen und ihn dann natürlich später in seinem Cockpit abzusprengen. Aber ich wollte mal gucken, wie auch so insgesamt die Flugeigenschaften der X1 sind und was wir mit dem Schiff noch so machen können, weil wäre natürlich auch die Hoffnung gewesen, man kann es leicht wassern noch, aber dafür war es dann doch nicht stabil genug. So, das heißt, wir haben jetzt das Thema Überschallflug bemannt erledigt. Das heißt, wir können die Forschungspunkte, die wir auch aus dem Crew Report haben, jetzt natürlich wieder investieren in weitere Forschung. Und ich werde jetzt als Forschung natürlich ganz nach vorne stellen, die Early Orbital Rocketry, also die frühen Orbitalraketen, denn der nächste Schritt, den ich gerne machen möchte im Real Solar System, ist jetzt unseren ersten Satelliten in eine Umlaufbahn zu schießen, das heißt das erste Mal unbemannt den Orbit zu erreichen, damit wir unseren Vertrag, den wir auch schon angenommen haben, erledigen können. Der Vertrag sagt nämlich, dass wir jetzt knappe 2 Jahre Zeit haben, um das erste Mal einen künstlichen Satelliten in den Orbit um Kerbin zu schießen oder um die Erde in dem Falle ja sogar. Und dafür haben wir jetzt die Forschung laufen, die braucht circa, ich glaube, 200-300 Tage, um fertig zu werden. Und dann können wir beginnen, die erste Rakete zu bauen. Die braucht natürlich auch nochmal eine Zeit, bis sie funktioniert und oder fertig gebaut ist, denn wir haben ja den Realistic Progression und Kerbal Construction Time drin. Das heißt, alles dauert einfach eine Weile, damit wir es rechtzeitig hinbekommen, müssen wir also zeitig dranbleiben. Aber ich bin da mal recht guter Dinge, das heißt, das nächste Mal werden wir hoffentlich eine sehr, sehr große Rakete bauen oder eine etwas größere Rakete bauen, mit der wir dann hoffentlich, das ist zumindest der Plan, es schaffen, das erste Mal einen Orbit um die Erde zu ziehen und unseren kleinen ersten Sputnik, Vanguard, was auch immer, einen kleinen Satelliten auszusetzen. Da müssen wir mal gucken, was sich dann ergibt. So, insgesamt sieht es also ganz gut aus. Wir sind mit Real Solar System auf einem guten Kurs in Richtung Raumfahrt und ich denke mal, das war jetzt ein netter kleiner Ausflug in Richtung Flugzeuge und Überschallflug. Und während Jebediah hier seine X1 langsam in Richtung Boden manövriert und sich jetzt absprengt, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Real Solar System auf dem Weg in den Orbit. Mein Name ist Robert und tschüss.